Ja, wir versuchen seit den letzten Tagen auch die Ampelregierung davon zu überzeugen, dass wir jetzt dringend nicht nur die Frage der Waffenlieferungen auf den Tisch legen und schauen, dass wir nicht nur mit diesen kleineren Geräten, also Antipanzerraketen, dass die Ukraine ausgestattet werden, sondern dass man auch das schwere Gerät uns liefert. Das, was jetzt auf Lager ist, das, was jetzt nicht gebraucht wird in Deutschland oder in den nächsten Wochen, aber wir brauchen auch für die Menschen vor Ort, die jetzt seit 7 Tagen gar nicht die Keller verlassen konnten, weil der Beschuss ununterbrochen lief, weil keine Lebensmittel mehr da sind. Wir haben gesehen diese Bilder, die Paul Ronsheimer gerade heute gefilmt hat in einem Supermarkt in Kiew. Das heißt, da müssen wir auch dringend ein Konzept herstellen. Nicht nur vielleicht mit Deutschland, aber Deutschland könnte da eine wichtige Rolle spielen, über Polen einen Landweg, damit die Städte versorgt werden, Kraftstoff fehlt, Lebensmittel, Medizin. Also all das sollte koordiniert werden und ich glaube, dass die Ampelregierung, aber auch die Bundesrepublik als solche, auch die Landesregierungen sind da, glaube ich, in der Pflicht zu schauen, zu helfen, was da getan werden kann. Und heute hatte ich eine Schalte mit ihrem Kollegen Axel Müller aus Ravensburg und da gab es schon Ideen, also was kann man da machen? Vielleicht Pulver, Nahrung, dass das schnell geliefert werden kann, damit die Menschen dann quasi mit dem, was sie haben vor Ort, versorgt werden können. Das heißt, diese Idee liegt auf dem Tisch und wir hoffen, dass die Bundesregierung, dass die Politik, dass die Menschen auch dieses Konzept unterstützen. Denn es geht um Tod oder Leben von vielen Zivilisten, die einfach unter Beschuss leben müssen und ausharren müssen. Inwiefern, hier gerade wurde schon angesprochen, Christoph, dein Kollege, was hältst du von diesem Versorgungskorridor? Wie schätzt du es ein? Wie muss Deutschland jetzt gerade mithelfen, vorgehen? Aber vielleicht auch wie die ganzen europäischen Länder zusammen? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Auf der einen Seite reden wir über Waffenlieferungen, damit sich das ukrainische Volk verteidigen kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch diese humanitäre Katastrophe im Blick haben und die vielen unschuldigen Zivilisten, die davon betroffen sind. Deswegen, da gibt es, denke ich, gar nicht zwei Meinungen, dass das absolut unterstützenswert ist. Ich will noch mal einen Hinweis nur geben. Wir als CDU zum Beispiel in Hamburg und auch viele Kollegen in ganz Deutschland, die unterstützen solche Initiativen und sind auch im Gesprächen mit der ukrainischen Diaspora vor Ort und helfen, wo man helfen kann. Aber es ist häufig sinnvoller, das auch über Hilfsorganisationen zu machen, die auch eine große Expertise haben. Als dass jetzt jeder einzeln versucht, irgendwie ein paar Sachen zu sammeln und die dann vielleicht sogar selber irgendwo hinzubringen, sondern da wirklich auch sehr stark auf die Hilfsorganisation zu setzen, dass man sich das anschaut. Wenn man das sieht, zum Beispiel auf Instagram, wie Menschen dann dort selber an die Grenze fahren, um das zu tun, ist da nicht, vielleicht bringt es mehr bei einer Hilfsorganisation, aber ist das als Symbol nicht viel mehr, was uns alle miteinander vereint, als wenn man Geld nur spendet? Das ist auch super, man muss das auch immer im Einzelfall sich anschauen, ne? Das kann man jetzt schwer pauschal sagen, aber es gibt ja ganz viele in Deutschland, die fragen sich, wo kann ich helfen und wie kann ich helfen und was mache ich am besten? Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal ist es tatsächlich auch sinnvoll, eine Geldspende zu tätigen, weil man weiß, dann kommt das ganz schnell auch an. Und es gibt auch Profis, die sich darum kümmern, dass das schnell zu den ukrainischen Menschen kommt, als dass man jetzt selber versucht, so eine Logistik aufzubauen. Ich wollte nur einmal diesen Hinweis geben, weil nicht viele tatsächlich auch aus sehr guten Motiven sagen, ach, ich versuche jetzt selber, das irgendwie dahin zu bringen. Und das ist nicht immer sinnvoll. Also die Hilfsorganisationen, die haben natürlich eine sehr große Expertise und Erfahrung. Ich möchte gerne drei Fragen an Sie stellen, die Sie ganz einfach beantworten können, ohne lange Erklärungen. Erstens, sind Sie dafür, alle Energieimporte aus Russland zu beenden? Zweitens, sind Sie dafür, alle russischen Banken aus SWIFT auszuschließen? Ja. Sehr gut. Drittens, sind Sie dafür, ein Handelsembargo gegen Russland zu verhängen? Bin ich auch sehr dafür. Ich glaube, die aktuellen Maßnahmen, die reichen noch nicht aus. Ja. Und wir sind auch dafür. Viel härtere. Ja. Mit beiden Händen. Ja. Also ich bin genau wie Sie der Meinung, Herr Jörges, eben haben wir hart gestritten. Aber hier teile ich Ihre Meinung. Russland muss isoliert werden. Russland muss noch viel stärker mit Sanktionen belastet werden. Wir brauchen ein umfassendes Handelsembargo. Weil nur wenn Russland das richtig spürt, und Russland auch kaum mehr die Möglichkeit hat, Gas und Öl irgendwohin zu verkaufen, dann wird es dort zu einem Umdenken kommen. Und wenn wir sagen, naja, wir wollen doch noch ein bisschen Gas beziehen und ein bisschen Kohle und auch ein bisschen Öl, dann ist das nicht zielführend, weil es immer noch dazu führt, dass Russland genügend Gelder im Staatshaushalt hat, ja,
und dann auch gut überleben kann, während es gleichzeitig das ukrainische Volk bombardiert. Gewisse. Gerne. Herr Menig, fahren Sie gerne fort. Ja, Vorschläge. Man hat endlich begonnen, auch die Yachten von Superreichen hier in Deutschland zu beschlagnahmen. Ja. Das hätte man vor Jahren tun müssen. Und mein Vorschlag ist, dass man sofort das, was man hat in der Hand, dass der deutsche Staat verkauft und dafür auch die Menschen in der Ukraine und auch der Wiederaufbau in der Ukraine, der schon heute beginnen sollte, finanziert werden kann. Das ist auch die Idee, dass auch die Konten der Zentralbank Russlands oder von anderen Banken, das muss alles beschlagnahmt werden, nicht nur jetzt eingefroren. Oder es muss ein Verfahren gefunden werden, damit man wirklich diejenigen trifft und nicht nur trifft, sondern wirklich das Geld von ihnen wegnimmt und das Geld sofort hinleitet, um den Menschen, die jetzt da sind und leiden, zu helfen. Herr Menig, ich verstehe das und auch ich bin für Sanktionen gegenüber Russland, ganz klar. Aber manchmal frage ich mich auch, wir haben uns zu lange, aber das hat Deutschland getan, von einem Despoten energietechnisch abhängig gemacht. Das ist so, Herr Habeck hat heute ja auch noch mal gesagt, dass wir energietechnisch schon abhängig sind. Deswegen ist meine Frage ja natürlich auch an dich, wie wollen wir das jetzt so schnell umsetzen? Also wir sagen, wir sanktionieren Russland mit allem. Wie machen wir das mit der Energie in Deutschland? Gut, es gibt ja auch die Möglichkeit, auf LNG-Terminal zu setzen. Aus meiner Sicht muss auch die Kernkraft eine Option bleiben über das Jahr hinaus. Wir müssen auch über das Thema Kohle noch mal reden und gucken, dass wir mit Partnern wie den USA, aber auch im arabischen Bereich versuchen, das fehlende Gas auszugleichen. Ja, das Problem ist daran, das mit Amerika, das sage ich genau, ganz kurz, dass mit Amerika ist das Problem, es wird sich der Gaspreis dann vermutlich verdoppeln, weil es viel kostenintensiver ist. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da will ich nochmal das aufgreifen, was Herr Jürges sagt. Natürlich werden ganz harte Sanktionen, wird ein umfassendes Handelsembargo auch uns treffen und wir werden das an den Preisen merken. Ja. Aber es ist doch nur glaubwürdig, wenn wir nicht sagen, sobald es uns irgendwo auch selber berührt, lassen wir das und dann soll Putin lieber weiter Geld bekommen, um das ukrainische Volk zu bekommen. Das kann doch nicht der Ansatz sein. Aber da muss der Staat ja zahlen, der deutsche Staat. Daher muss der Staat dann gucken, wie er gerade die Ärmeren und diejenigen, die das wirklich auch finanziell hart trifft, unterstützt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten mit Einmalzahlung, mit Steuersenkungen. Das hat man, so komisch der Vergleich jetzt vielleicht erstmal klingen mag, aber während der Corona-Krise haben wir ja gezeigt, wie man auch dann Hilfspakete schnüren kann. Aber ich finde es völlig falsch, wenn man sagt, weil wir hier selber keine Einschränkungen spüren wollen, kaufen wir weiterhin russisches Öl oder russisches Gas und finanzieren damit ja Putins Krieg. Das kann nicht sein. Sanktionen sind nur glaubwürdig. Wir können doch nicht an diesem Krieg auch noch verdienen, indem wir von Russland subventionierte Preise genießen. Das kann doch wohl nicht im Ernst sein. Das heißt, die EU-Kommission hat ja schon ausgerechnet vor einiger Zeit, dass die deutschen Lieferungen aus Russland, 55% des Gases, 35% des Öls, sofort zu ersetzen wären aus anderen Quellen. Sofort. Zu höheren Preisen. Aber die müssen wir dann eben in Kauf nehmen. Und dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Und dann müssen wir Leuten, die sich die höheren Energiepreise nicht leisten können, einen Ersatz geben. Natürlich aus der Staatskasse. Was immer das dann bedeutet. Aber jedenfalls, nur so ist eine ethisch fundierte Politik in diesem Krieg überhaupt denkbar. Und ganz wichtig, es müssen einige Lebenslügen über Bord geworfen werden. Also wenn ich habe mit den Grünen ja viele Diskussionen gehabt. Die haben immer gesagt, nee, Kernkraft geht gar nicht, da müssen wir raus. Aus Kohle müssen wir sofort raus. Auch das muss man hinterfragen. Denn wir werden nur eine Grundlastkapazität in der Energiepolitik bekommen, wenn wir auch jenseits der Erneuerbaren da Optionen haben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch die Debatte über Kernkraft neu in Deutschland führen. Und wahrscheinlich brauchen wir auch über dieses Jahr hinaus Kernenergie in Deutschland. Die Runde ist sich einig, härteste Sanktionen für Russland. Ich bin mir sicher, Paul, dass du die Meinung auch teilst. Deswegen kann ich sagen, die Runde ist sich einig. Oder siehst du das anders? Das glaube ich aber nicht. Nein. Das haben wir jetzt hier schon mal gesagt. Und es war das zweite leidenschaftliche Plädoyer von Herrn Ploss für die Kernenergie, dass wir die jetzt auch wieder nutzen. Gestern gab es schon eins. Ich glaube, das hat Deutschland in den letzten Jahren nicht gedacht, dass man das hier mal erleben wird in deutschen Talkshows.